jetzt auch noch düster. Vielleicht hier unten drunter? Auf jeden Fall rechts von diesem Dorf. Soweit hatte ich mir das noch gedacht. Es sieht, also ganz ehrlich, ne, es sieht einfach nur beeindruckend aus, was sie sich haben einfallen lassen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, so ist das wirklich. Wo bist du denn, cooler Kuna? Ja, ich komme zurück. Hier, hinter euch. So. Ja, wo hinter euch? Hallo? Wo ist denn die Flagge? Bist du jetzt mir jetzt in den Schuss reingerannt? Alle da, alle da. Ich zähle jetzt hier nur fünf Leute. Wir haben keine Fackel. Ja, Olli ist bestimmt weg, oder? Nee, ich stehe hinter euch. 3, 4, 6, wir sind 6. Laguna, renn nicht so schnell vor, weil die anderen kommen nicht hinterher. Ah, da hat er eine Fackel, sehr gut. Ich hab die mal mitgedacht. Ja, die ist aber auch nur noch halb voll. Holz gibt's hier genug. Wartet mal ganz kurz. Warten. Stopp! Jo, wir müssen uns eh jetzt erstmal wieder sammeln. Oh, da kommt was, ja. Okay, schon abgestochen. Ja, den mach ich vorne den Punkt. Denk dran, die Sperrsäcke nach vorne. Ah, da hinten seid ihr. Okay. C plus 4, bei 5. Da hinten kommt der nächste. Gut. Okay, Lacuna geht vor. Kommt, Männers. Ah, ja, jetzt hab ich ihn wieder gefunden. So, jetzt kommen die Affen in Strömen gleich. Wollen wir es im Hellen machen lieber? Ach, in der Höhle ist es eh gleich dunkel. Ach, ich höre schon dieses bedrohliches Brummen. Ich höre noch nichts. Da ist der Höhleneingang. Der da. Ich sehe gerade nur Dunkelheit, ich sehe fast gar nichts. Baut mal jemand eine Fackel. Also ich baue schon wieder, ich baue schon eine. Ich baue schon eine. Gut. Okay. Gar nichts, ey. Wo ist der Höhleneingang? Irgendwo hier in der Wand muss der sein. Hä? Hä? Ja. Bist du sicher, dass hier irgendwo ein Höhleneingang war? Hier ist ein Eingeborener. Ich komme. Aua! Wo ist das Gleiche? Hier liegt der noch. Hier ist ja noch ein Eingeborener, wollte ich nur mal so sagen. Haut den doch mal um. Jetzt. Ich bin drinnen. Keiner interessiert. Was ist denn das? Was macht denn der hier? Ich hab Menschenfleisch aufgenommen. Brauchst du das? Kann ich das abgeben? Oder? Nee, das kann er nicht. Nein. Okay. Ich brauche unbefleckendes Menschenfleisch. Okay. So, Laguna, wo ist denn die Höhle? Durch den Tropf. Geil. Lass doch mal die Fackel vorgehen, das ist ja nicht mehr. Auf jeden Fall entweder in dieser Halle schön. Woanders. Beste Aussage. Wenn nicht, gehen wir zur Krokodilshöhle, da weiß ich auf jeden Fall, wo sie ist. Wird sich mit Handtaschen anlegen? Ja, mit Handtaschen, mit bösen. Was sagt ihr denn jetzt? Wie sie sind. Sehen sie nix? Da ist wieder so ein... Gollum. Drei Gollum. Wir sind schon mal mehr Gollums, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Meine Fackel geht gleich kaputt. Oh, mein Schild hat auch nur noch ein Viertel Haltbarkeit. Der Suche, der findet. Ah, die denn nochmal? So, ich muss mal ganz kurz hier. Bist du mir wirklich sicher, dass hier so eine Höhle war? Ja, doch, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall rechts von diesem Übergang da, von dieser Brückendorf, sag ich mal. Rechts, also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ich weiß auch, wo eine so eine verderbte Höhle ist, die wird aber mit Spinnen bevölkert. Oh ja, die kennen wir. Die ist nicht nett. Meine Packe ist. Ach, so, wer da?
So, rechts sehen Sie einen Baum. Links sehen Sie einen Busch. Und ein gemetzeltes. Ja. Was auch immer. Guten Tag, Gollum. Guten Tag ist schon mal sehr gut. Olli, knüppelst du da mit einem lächerlichen Steinschwert drauf rum? Ja. Ach so, kurze Distanz nützt der Bogen nichts. Ja, bei, also so viel, bei so vielen Nahkämpfern muss man sich schon überlegen, ob man seinen Schuss da reinsendet. Ja, die Folge, 20 Minuten lang. So, hier sieht aus, wie es wäre eine Höhle. Ach, aha. Ah, sieht schon. Na toll, jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Das ist klasse. Hallo! Ah, ich hab's gefunden, das Lagerfeuer. Na toll, jetzt hänge ich hier fest. Wo seid ihr denn alle? Was macht ihr denn da? Wartet, ich stehe hier. Bei mir. Hat einer mal ein Seil, ziehen wir einen raus. Scheiße! Ja, ich bin wieder bei euch. Wie er rumhüpft, ne? Kommt der kleine Mike nicht mal raus? Das Problem hattest du auch mal, Olli, ne? Oh, ja, kommt. Was zum? Ja, Mike. Ja, das ist natürlich sehr suboptimal gelaufen hier. Das läuft. Ich hätte es mir eigentlich denken müssen. Hat jemand Steine warum? Dabei? Schmeiß mir mal Steine runter, dass ich ein Fundament machen kann. Vielleicht komme ich da nicht raus. So eine mistverdammte Kacke. Achtung, ja, toll. Da kullert's runter. Kommst du da ran? 5 Steine, ich brauche ein Fundament. Ja, ich hab nicht mehr, du hast gefragt nach Steinen. Ich hab vielleicht schon 50 gesammelt. Vielen Dank. Wie geht's bei dir erstmal? Rettung ist von Mike. So, hab ich auch Holz dabei? Natürlich brauche ich auch noch Holz. Warte, ich baue dir Holz hab ich auch hingelegt. In irgendeinem Beutel von den 50 Stück. Ach, hier sind wir damit. Ich hab schon so, warte mal. Oder kannst du eine Treppe bauen? Ja, toll, ich. Ja, sehr schön. Hey. Ja, geht doch. Ja, so, Rettungsaktion von mir gelungen. Sehr gut, jetzt muss ich was machen. Ich hab jetzt auch die Höhle entdeckt, Gott sei Dank. Vielen herzlichen Schrank. Du hast die Höhle entdeckt? Ja, endlich. Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo sie ist. So, dann folgen Sie mir, meine Herren. Wo sind Sie denn? Und meine Dame. Meine Damen und meine Damen und Herren! So, erstmal. Ist da ein Lagerfeuer noch drin? Nein. Das macht mich traurig. So, wir nähern uns jetzt dem Affen. So, es können jetzt einige gleich kommen. Attacke! Tönen! So schnell wie er die umhaut. Oh, da ist der Höhleneingang, da links. No! Erster! So, hier gibt es auch eine schöne seltene Ressource. So, Nahkämpfer nach vorne. Bergträger am besten. Ruhe, da hinten. So, alle da? Jo. Okay. Also Phalanxen, 3 Meilen nach vorne. So, hier Lava. Kann man rote Kristalle abbauen. Oh. Ich weiß, wie braucht man die denn? Das gibt's nach am Late Game, brauchen wir die. So, jetzt kommen die Affen, die gespawnt. Jetzt kommt eine Welle nach der anderen. Ja, keine Chance. Ja. Braucht man die Kristalle abgebaut? Irgendjemand? Man kann nicht alle Steine abbauen, sondern gucken, welche abbauen. Nee, man muss getötet haben. Ach, man sammelt die einfach. Ja, man muss das auch entscheiden. Geht nicht. Also man kann nicht alle einsammeln, hier nur ein paar einsammeln. Boah, das ist schon geil, die Höhle. Die hat was. Ach, tot. So, und jetzt geht's einmal auf Kaufstation, Leute. Wartet, Moment. Warte. So, bevor wir weiter kaufen. Alle da? Der Armbrustschütze ist da. So, ab. Alle da? So, jetzt müssen wir unter dem Staubboden her kaufen. Oh, geil. So, und gleich wieder hoch. Das ist geil. Und jetzt kommt das Story-Element. Die Geister, das ist feindlich.
Oh. Nice. Das ist cool. Das ist richtig geil. Also von der kühlen Shot habe ich da gesehen, dass das Vieh sich gerade bewegt. Es hat da auf jeden Fall eine andere Pose gehabt, glaube ich. Vielleicht kann man das ja irgendwie beschwören oder sowas. Also mir wird mal erzählt, dass das so ein alter Gott in Conan sein soll. Und die Leute, die sie dann angebetet haben, die sind halt so verdorben, dass sie zu diesen Affenmonstern geworden sind, die man immer töten. Er hat ein Buch. Ja, er hat ein Buch. Aber... Drück. O Lord of the Darkness, of men who are not men, give us strength and suffering in equal measure. Let our bodies be pleasing to you, and our minds quieted from this conscious thought. Let us find the inner rages and loose them upon the earth. We give our sacrifice into your hands. Appease your thirst in the slickness of blood. Grant us the power of your might, the eternal strength of Hanuman. Konntet ihr schon was abbauen? Also ich konnte noch nichts abbauen. Also hier, ich hatte ein paar Kristalle hier gefunden. 74 Kristalle habe ich. Ja. Ich kann hier nichts abbauen. Na, also was das mit dann ist es wahrscheinlich schon abgehauen, denke ich. Aber das kann ich mir jetzt nicht... So. So, und du? Das war jetzt schon die erste Höhle. Das war ziemlich leicht. Aber die zweite... So, da würde ich mal sagen, dann bildet ihr mich an, ne? So, ausrichten und... Macht dir wohl Spaß, ne? Soll ich dir bitte die Eier abhauen? Nicht mit deinem Speer. Komm, ich gib's dir mal ein bisschen. Ich sag dazu jetzt mal nix, ne? Also das ist... Sehr pervers. So, okay. Komm mal hier oben rein. Kannst du schwimmen eigentlich? Ich weiß es nicht. Also man kann hier oben drüber laufen und nicht hoch. Oh, das ist aber epischer. Ja, achso. Special Effekt. Also wenn ihr wollt, das Koko-Höhle ist ganz in der Nähe, wenn ihr noch genug Nahrung und Wasser habt. Ja, wir haben ja Wasser, können wir rausholen. Ja, dann ist gut, dann schaffen wir die Koko-Höhle auch noch. Aber die wird auf jeden Fall gefährlicher als die hier, das war eine Enkelpuppe. Ja, wir wissen, wie es dazu tritt, mit den Sperren vorne stehen, wenn wir dreimal gleichzeitig zuschlagen auf die Koko, also auf so normales Koko, dann ist das down, ja, das geht ja schon. Sind wir alle da? Nicht, dass wir jetzt hier auch einer... Oh, guck mal, Gollums. Ja, Gollums sind wieder da, die alten Menschen. Attacke! Aua, das war ich. Wir wollen ihren Gott beschützen. Mann, ich will auch ein paar XP haben, ihr scheiß Liebe, ihr lieben Liebe. Oh, da sind Eingeborene. Da ist ein Tänzer bei. Ja. Ja, ja, da ist ein Tänzer. Der rechte. Ja. Okay, der rechte? Die Frau oder der Kerl? Der Frau, die kann abgehört. Hopp ab. Wir sind beide tot. Egal, ich muss mal neu der Tänzer. Nächstes Mal holen wir den dann. Habt ihr jetzt schon Verderbtheit? Oh ne, ich hab auch noch keine Verderbtheit bekommen. Ja, dann ist ja egal. Muss da cool. Zeig uns mal die andere Krokodilhöhle. Da müssen wir einmal über den großen Fluss drüber. Ey, ich kann ein bisschen Fluss. Top, kommt ihr? Oh. Warte kurz, Lacuna. Jo. Aber ich glaube, nach der nächsten Höhle ist mein Schild auch dann im Arsch. Hast du kein Stahl mitgenommen, kein Eisen mitgenommen zum Reparieren? Nee, ich hab nichts mitgenommen, weil ich nicht so viel tragen kann. Noch nicht. Ich nehm immer 50 Eisen mit, dass ich was reparieren kann unterwegs. Soll ich dir auch lieber machen, liebe Zuschauer. Oder du da draußen, der gerade Zuschauer, wenn du Conan Exiles spielst, dann solltest du definitiv immer was mitnehmen zum Reparieren. Wenn nämlich das Zeug kaputt ist und du stehst plötzlich vom Feind und er greift dich an und du kommst nicht mehr weg. Ja, hast ein tierisches Problem, würde ich mal sagen. Ein tierisches? Was, wenn es ein Mensch ist? Dann hast du ein menschliches Problem. Oder ein NPC-Problem. Ach, hier, guck mal, die Unterwasserwelt, die Fische. Ja, geil. Auch schade, wenn sie auch durch Mauern schwimmen können. Ja, ist trotzdem schön, wenn man das. Ich könnte sagen, wie ihr wollt, aber in Super Mario 64 ist die Fisch-KI viel besser als in manchen Spielen.
Man darf ja nicht vergessen, es ist ja noch Early Access, also da sind ja ständig am Basteln und Machen. Also dafür, ja, dass noch so früh draußen ich ist. Habe ich da auch mal irgendein Call of Duty Teil hat auch so eine Wassermission gehabt und die Fische, die haben nicht so reagiert, wie sie eigentlich reagieren sollten. Jene bei mir. Down. Da, wo ist die Kokohöhle? Die kommt jetzt. Wir müssen einmal noch links um den Pfad. Gut. So, zusammen. Ja, also wir haben mit Bauern. Also die, ja, die sind lauter Blumen übrigens, links, wollte ich nur mal so anmerken. Bitte mitnehmen. Ja, dann müssen wir da alles ummähen. Was da keucht und fleucht. Ja, wir haben doch XP, wir brauchen doch die XP. Ja, dann... Nachkämpfer, rennen wir so schnell nach vorne. Nachkämpfer ran hier, alles umhauen. Vorsicht, der Strauß. Der rennt hinterher. Ich könnte mal hier mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wo? Hat sich erledigt, hat sich erledigt. Ich bin... Der Vogel leckte sich gerade hier. Okay. So, alle da? Oh, Blümchen sind gepflückt. Oh, wer Blümchen sind gepflückt. Wer hat sich denn hier hochgebaut? War das die Gegner? Warte, ich muss mal was droppen. Wo seid ihr? Weil wir sind jetzt hier. Ich bin da, hab ich die So, wo sind sie jetzt? Könnt ihr uns mal irgendwo sammeln, Männer, wir müssen uns mal sammeln. Ja, wir stehen hier zu dritt. Ja, wir haben nämlich noch die Blümchen geholt. Genau. Macht ihr das? Macht ihr die Leiche oder was? Wir warten. Wir wissen nicht, wo ihr seid, das ist es ja gerade. Geradeaus weiter nach hinten. Wir müssen wieder Richtung unser Lager rennen, am Fluss entlang. Da hinten seid ihr. Hier oben. Ja. Der fährt sich ja dann hochgebaut. Ja, deswegen. Ich glaube, das waren Ipor und Wine, oder? Wollen wir mal oben hochgucken, was da ist? Also die ist normalerweise nicht da, die Treppe. Haben sie stehen gebaut? Die haben sich hier hochgebaut. Die haben sich hier hochgebaut. Und nicht schlecht. Die haben da oben ihre Festung hingebaut. Das ist doch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Da wissen wir schon mal, wo der neue Stützpunkt ist. Der Stützpunkt wissen wir ja auch, wo der ist. Der andere. So, da ist die Krokohöhle, wie vermute ich mal. Hier ist die Alarm! Krokohöhle. Ich brauch mal Hilfe. Ja, jetzt ist mein Schild kaputt. Achtung, ich brauch mal Hilfe. Blödes Vieh. So, Phalanx-Kämpfer jetzt nach vorne. Also Sperrträger nach vorne, wenn wir in die Höhle reingehen. So, Leute, wir müssen auf einer Höhe bleiben jetzt auf jeden Fall. Am besten jetzt auch nicht mehr sprinten, weil, ja. Einfach nur ganz normal. Oh, stopp. Bleib stehen. Warte auf die Rest. Warte auf die Rest. Die Rest? Kommt ihr oder kommt ihr nie? So, los geht's. Zu dritt nach vorne. Immer schön in einer Reihe bleiben. Und hier haben wir Schwefel. Das mal hier ist Schwefel, genau. Hingang. Aber das brauchen wir ja nicht mitnehmen. Wir haben genug davon. Oh ja. 600 Stück davon. Und hier sind Krokodile sein, oder was? So, Leute, dann erstmal stehen bleiben. Krokodil. So, wartet erstmal, bis die ganzen Viecher ankommen, bevor wir durchs Wasser schwimmen müssen. Ah, welche da? Bleibt da stehen! Ja, da kommen sie. Bleibt doch einfach nach Fallen stehen. Sensationell. Noch eins? Ah, ich glaube, das war's erstmal. Ich guck nochmal im Wasser nach. Genau, mach mal den Köder. Ja. So Leute, jetzt nochmal durchschwimmen. Die spawnen eh ganz nett, ne? Ah, da ist noch eins. So, so lass jetzt noch mal ganz wieder Wasser. Einfach kommt die Spawn wieder hinter uns nach. Also kann dann das hinter euch wieder euch angreifen. Wir sind bloß 5, wo ist der 6? Der 6. hat gesammelt. Okay, sehr gut. So, wartet, ihr könnt gleich schon das Riesenkoko gleich sehen. Ja, dann entsteht es. Cool. Warte mal, Tar. Aber das passt auch, das ist richtig gefährlich, das Koko. Also hier sind ja auch ganz viele kleine und was dann halt, kurze Frage, bevor wir uns um das große Koko da kümmern. Hat jemand irgendwas
irgendwas dabei, wo ich mal mein Schild reparieren könnte? I walk in a land of desperation. A wasteland of the exiled and outcast. Where the broken strive to build among the ruins. Where the weak are crushed while the strong survive.